Erstmal bin ich zufrieden und freue mich, dass die Mannschaft heute so einen guten Job gemacht hat. Wir haben gegen Champions League Teilnehmer, denke ich, klar geführt oder das ganze Spiel geführt und kann man schon sehr zufrieden sein. Ja, ich glaube, wir sind schon relativ weit. Wir haben uns viel vorgenommen, wir haben viel im Athletikbereich trainiert. Da sieht man, dass die Jungs fit sind. Es macht Spaß, das ist schön, dass alle sich voll reinhängen und die 6 Wochen schön mitgezogen haben. Und ich denke, der Erfolg hat man heute gesehen, was man als geschlossene Mannschaftsleistung mit einem guten, breiten Kader alles erreichen kann. Klar, es ist immer schwierig, wenn du in der zweiten Halbzeit dann anfängst, wenn du erst 30 Minuten auf der Bank bist und dich dann erst ins Spiel reinfinden musst. Aber ich denke, das haben wir ja gut gemacht, diese Schwächephase gut überstanden. Alle 14 Spieler haben Vollgas gegeben, haben richtig gute Leistung gezeigt. Unsere Torhüter haben super gehalten und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Es war jetzt auch seit langer Zeit das erste richtige Spiel unter richtige Wettkampfbedingungen und schön, dass wir das Finale gewinnen konnten. Ja. Also ich glaube, dass wir einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Man hat es auch gesehen, dass wir ein bisschen mehr Frische hatten. Das harte Training hat sich ausgezahlt. Wir haben jetzt in dieser Woche zwar auch gut trainiert, aber nicht so hart wie die Wochen davor. Und ich bin mir sicher, dass wir in letzter Woche beim Sparkassencup in Altensteig auch das Finale erreicht hätten, wenn wir ein bisschen frischer gewesen wären. Aber schön, dass wir dieses Heimturnier gewinnen konnten. Es hat richtig Spaß gemacht, waren viele Zuschauer da. Und ich denke, das war eine runde Sache. Und es war auch schön, jetzt mal wieder unter vor vielen Zuschauern zu spielen.